Gut, zuerst mal freue ich mich, dass ich heute hier sein darf, dass der Verein, die Geschäftsführung mir das Vertrauen entgegenbringt, gemeinsam den Verein in eine bessere Zukunft zu führen. Es gibt schon seit einiger Zeit Kontakt. Wir hatten vor ein paar Wochen ein unverbindliches Gespräch, der Noah und ich. Und konkret wurde es letzte Woche. Dann haben wir die Gespräche intensiviert. Es gab auch Gespräche mit dem Geschäftsführer, Kollegen Markus Rehk. Es gab das ein oder andere Gespräch mit dem Beirat. Ich habe auch Herrn Bay kennengelernt, auch Herrn Beetz. Genauso habe ich intensive Gespräche geführt mit einem Carsten Wettberg, auch einem Peter Grosser, das war mir auch sehr wichtig. Und dann ging es relativ schnell, dass wir im Prinzip jetzt die letzten Tage zueinander geführt oder gefunden haben. Und ich bin stolz drauf, dass ich hier sein darf, weil 1860 München ist kein normaler Verein, ist ein spezieller Verein, ist ein Verein, so wie ich ihn kennengelernt habe, mit einer großen Vergangenheit, mit einer großen Tradition, mit einer unglaublichen Fankultur und ist ein Verein, wo man wirklich was bewirken kann. Dass man momentan sportlich da in einem Tief steckt, dass die Situation keine einfache ist, ist bekannt. Aber da wollen wir gemeinsam dran arbeiten, die Dinge zu verbessern. Und da bin ich auch guten Mutes mit der Mannschaft, mit dem Trainerteam, mit dem Verein, dass wir da wirklich jetzt die richtigen Schritte einleiten werden, um sukzessive Stück für Stück in der Tabelle nach oben zu kommen. Nochmal, ich freue mich, dass ich hier bin, auf die Zusammenarbeit mit den ganzen Leuten hier. Und, aber jetzt steht das Spiel in Braunschweig an. Und dann müssen wir gleich ein Zeichen setzen. Dankeschön. Der Vertrag läuft bis 2018, also 2,5 Jahre.